Sind die Nachrichten nicht auch die Wahrheit? Dein Wort ist Wahrheit. So viele Christen suchen in der Welt, die vom Vater der Lüge regiert wird, die Wahrheit, und sie haben sich nicht entschieden, welcher Wahrheit sie dienen wollen. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Wie schäbig ist es für Christen, wenn sie der Welt nachlaufen und Einheit mit der Welt suchen, wenn sie sich das Leben von der Welt erklären lassen und der Welt ihr Ohr leihen. Wer der Welt sein Ohr leiht, der hurt mit der Welt herum. Wir sind dazu berufen, uns abzusondern und der Wahrheit zu gehorchen. Wir sind der Welt gestorben. Hartwig Henkel erklärt die wahre Bedeutung des Wortes Gottes und wie wir mit dem Wort umgehen müssen. Zum Leben, wenn die Bibel das Wort ist, das wahr ist, dass wir jetzt anhand dieses Wortes hingehen und unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, unsere Werte, unsere Normen, unser ganzes Denksystem sehr sorgfältig durchgehen und alles, was nicht mit dem Wort übereinstimmt, schmeißen wir getrost beiseite. Und wenn du so etwas denkst, du wirst Freunde haben, oder wenn ich jetzt so etwas verkündige, ich habe immer wieder Leute, die sagen, oh, das kann man nicht tun. Weißt du, auch unsere Tradition hat ihre Werte. Gerade gestern bekam ich wieder einen solchen Brief. Wunderbar, was Sie da gesagt haben in dem Seminar. Es war fantastisch. Nur mit einer Aussage kann ich nicht übereinstimmen. Und ich hatte damals gesagt an einer Stelle, und dazu stehe ich, ich habe gesagt, um nichts in der Welt würde ich in einen Gottesdienst gehen, von dem ich von vornherein weiß, dass dort das Wort plus menschliche Ideen und Philosophie und Tradition vermischt wird. Um nichts in der Welt würde ich dorthin gehen, freiwillig, und mir das anhören. Und sie fand alles nett, diese Person, die mir geschrieben hat. Aber an der Stelle stimmt sie nicht mit mir überein. Ja, wenn sie dort nicht übereinstimmt, sie wird mit nichts übereinstimmen. Wenn wirklich das Wort Gottes die Wahrheit ist, dann erwartet Gott von uns, dass daraus Konsequenzen kommen. Dass wir das, was nicht das Wort ist, über Bord werfen. Und wenn wir in einem Konflikt sind, und wir sind, zumindest in Bereichen wie Ehe, Sex, Geld, Erziehung, Beziehungen. Wir sind in Konflikt mit weltanschaulichen Angeboten. Psychologie, humanistisch getränkt und gespeist. Wir sind in Konflikt und wir müssen uns entscheiden zwischen dem Wort oder menschlicher Tradition. Beides zu vermischen ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr macht das Wort ungültig um eurer Überlieferung willen. Wenn wir das Wort erkennen, heißt das, das, was nicht mit dem Wort übereinstimmt, getrost in den Mülleimer schmeißen. Menschen, die anders denken, humanistisch denken, haben wir zu lieben. Und wir haben niemanden anzugreifen und zu verachten. Aber für uns haben wir, wenn Jesus wirklich der Herr ist, Konsequenzen zu ziehen, nicht wahr? Und wir überprüfen unser Denken. Ja, was denke ich eigentlich über Krankheit? Was denke ich eigentlich über Geld? Was denke ich eigentlich über Sex oder ich weiß nicht was? Wir haben unser Denken zu überprüfen. Und wir werden bei dieser Überprüfung, die wir sehr gewissenhaft mit dem Heiligen Geist anhand der Bibel durchführen, wir werden entdecken, dass wir viele, viele Anschauungen und Werte und Vorstellungen und Überlegungen haben, die wir dachten, die sind christlich. Und sie sind doch nur humanistisch. Und wenn du verkündigst, die Bibel ist das Wort Gottes, ein paar Humanisten werden aufstehen und werden die Zähne zeigen. Weil der Humanist ist so tolerant. Er kann alles vertragen, nur nicht die Wahrheit des Wortes. Wahrheit hat nichts mit Intoleranz zu tun. Denk mal zurück an deine Schulzeit, an die Auseinandersetzung mit deinem Mathematikprofessor oder Lehrer. Er konnte dich noch so gut leiden, aber in Bezug auf den Pythagoras hat er seine Meinung gehabt. Und entweder du hast es übernommen und dann lief es gut, oder du hast gesagt, ich mache es etwas anders, und du hast dafür die Konsequenzen bekommen. Und das war kein Racheakt, sondern das war Konsequenzen aus Ablehnen von Wahrheit. Und du bist auch nicht hingegangen und hast gesagt, Herr Professor, Sie sind aber intolerant. In Bezug auf Wahrheit gibt es keine Toleranz. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann kann er nicht sagen, naja, ich weiß, das erregt den Ärger der anderen. Okay, ich
formuliere es um und sage, ich bin auch eine Wahrheit. Hätte Jesus das getan, hätte er gelogen. Hätte Jesus verleugnet, dass er der Sohn Gottes ist, hätte er gelogen. Wenn das Wort Gottes die Wahrheit ist, hat das für uns Konsequenzen. Unser ganzes Denken und danach auch unser Handeln wird sich ändern. Und da ist der große Unterschied, empfinde ich, bei dem, was jetzt passiert, dass die Bibel das Wort Gottes ist, das glaubt die Christenheit schon seit Jahrhunderten. Was neu ist, dass man anfängt, daraus Konsequenzen zu ziehen. Und zwar ganz radikal und ohne irgendwo mit einem Fuß schon auf der Bremse zu stehen. Sondern man nimmt den Fuß runter und gestattet sich nicht wieder zu bremsen und sagt, was immer das Wort sagt, egal was für Traditionen und nette Vorstellungen oder Anerkennung anderer dabei draufgeht, wir folgen dem Wort. Und das Schöne ist, Gott, weil er sein Wort gegeben hat als Ausdruck seines Willens, ist er mit uns. Menschen werden gegen uns sein, aber der Segen des Herrn ist mit uns. Gott bestätigt sein Wort. Wir brauchen diese Sicht, die viele, viele Christen nicht haben. Sein Wort ist sein Wille. Viele kommen und sagen, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, was dort geschrieben steht. Ich kenne die Verheißungen. Aber was wird Gott in meinem Fall tun? In meinem speziellen Fall. Das kann ich dir ganz speziell sagen. Gott wird ganz speziell für dich sein spezielles Wort halten. Er hält sich an sein Wort. Wir müssen dieses schizophrene Denken aufgeben. Ja, das ist die Bibel, aber wie ist Gott? Gott ist so, wie er da geschrieben hat. Und er wird mit dir umgehen und er hat die Segnungen parat, die er hier geschrieben hat, dass er sie für dich parat hat. Und wir brauchen keine Zusatzoffenbarungen. Wenn hier steht, dass dieser Segen jedem Christen gehört und du weißt, dass du ein Christ bist, dann weißt du daraus, dass es auch dir gehört. Und du brauchst keine Zusatzoffenbarung. Du musst nicht beten, Herr, etwa auch für mich. Sondern das Wort ist das Wort und du musst das Wort annehmen und einfach dementsprechend dich verhalten. Gott hat gesagt, er wird sein Wort bestätigen. Er wird wachen über seinem Wort. Jeremia 1, Vers 12. Ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Oder dieses schöne Wort, Psalm 39, Vers 35. Ich will nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Gott hat gesagt, wie der Segen aussehen soll, den du hast. Und er wird es nicht ändern. Und wenn noch so viele Leute aufstehen und sagen, die Krankheit ist doch auch ein gewisser Segen. Gott hat gesagt, wie Segen aussieht. Er hat gesagt, wie Fluch aussieht. Und dabei bleibt er. Wahrheit ist nicht eine Frage von Mehrheitsverhältnissen, sondern Wahrheit ist, was hat Gott gesagt?